Sex im Alter oder doch nur bunte Schals? Ja, was meint Chris Lohner mit ihrem neuen Programm Wollust? Wir haben es herausgefunden bei ihrer Premiere. Ich habe nicht schlafen können, dadurch habe ich natürlich schon eine ganze Menge gemacht. Chris Lohner spielt ja das Programm Wollust. Was haben Sie sich im ersten Moment bei der Einladung gedacht? Wollust ist viel herrlich essen. Wollust essen oder im Sex die Wollust oder wenn man jung ist auf Erfolg. Ich glaube, Wollust kann man viel deuten. Die, die mich kennen und meine Bücher kennen, und ich habe immerhin 10 Stück geschrieben, da kommt das auch vor, weil es ist das Salz des Lebens, das gehört zum Leben. Und in meinem Alter, ich meine, ich bin 73 Jahre alt, da finde ich, möchte ich auch eine Lanze dafür brechen, dass man auch im Alter sehr wohl noch Lust haben kann. Wir werden um 20 Jahre älter als noch vor 50 Jahren und da ist noch lang nichts aus, nicht? Und das muss jeder sowieso halten, wie er will, aber es ist kein Vorrecht der Jugend. Es gibt also ältere Herren, da kann ich dann immer nicht zuhören, die dann sagen, hörst du, ich muss das sagen, je älter ich werde, desto geiler werde ich. Ich denke immer, du Sack, wem erzählst du das? Das gibt es ja nicht. Wird ja dann vom Alter Sex, gibt es so Filme, wo man dann, es ist so glücklich, das schaut man so und das sind zwei schirche alte Leute, die nackern im Bett. Das ist alles, das muss man irgendwie. Mit zunehmendem Alter empfinde ich mich also zumindest unbegleitet als inkoitabel, wie man sagt. Welche Sünden begleiten Sie in Ihrem Leben? Eine Geschichte war halt, in der Josefstadt war ich Komparse und habe eine Stinkbombe geworfen, völlig verblödet im Dunkeln. Ja. Und es hat, ich habe den Geruch unterschätzt, ja, also besser gesagt Gestank. Es hat wirklich extrem gestunken und ja, ich glaube eh, dass ich deswegen auf einer schwarzen Liste bin. Ich bin ja ein Steinbock und ich muss wieder sagen, ich war eigentlich immer als Steinbock sehr zurückhaltend und eher bescheiden und bieder unterwegs. Heute denke ich mir, viel zu wenig gelebt. Sünde ist ein Wort, das in meinem Gebrauch gar nicht vorkommt. Ich habe meine Koffer gepackt und wie mein Ehemann nach Hause gekommen ist, hat er zu mir gesagt, ha, kriegen wir Gäste? Und ich habe gesagt, nix Gäste. Es zieht jemand aus. Chris Lohner ist ja unfassbar fit, steht mit 73 auf der Bühne. Wie macht man das? Wie schafft man das? Ja, das hätte ich auch gerne wissen, weil ich bin bald 53 und ich habe jetzt mit der Schulter und in der Früh, wenn ich aufstehe, also es ist oft nicht so einfach. Man muss wollen und man muss sehr diszipliniert leben und man muss auf vieles verzichten. Chris hat wenigstens einen Hund, ich habe nicht einmal einen Hund. Ich mache nicht übertrieben irgendwas, ich gehe mit dem Hund spazieren und ich Radfahren und schwimmen und ich mache auch immer so einen Urlaub am Tag, also ich nehme mir so eine Zeit, eine halbe Stunde für mich, egal wo, also wie ich noch beim ORF war, habe ich mich nahezu ins Klo eingesperrt, um einmal bei mir zu sein und über was nachdenken zu können und mir das Hirn auszuleeren. Es kommt auch von innen heraus, wie man sich fühlt. Also ich bin niemand, der raunzt. Ich habe ein Glück mit meinen Genen. Ich bin absolut positiv gepolt. Ich denke halt, jammern bringt's nicht. Jammern macht schier alt und krank und das wollen wir ja alle nicht.